und manche Einwohner. Hey, check us out. This place is kind of creepy, though. Ooh. Heartless? Oh, I don't know, Sora. Oh, I get the feeling they might live here. Oh my gosh, just passing through. Remember being in trouble? Yeah, that's right. Don't be silly. We'd love you to stick around for lunch. We didn't bring anything to eat. That's not gonna be a problem. Gosh, Sora. I think we're the lunch. Whoa! Going somewhere? Man, that scar's got the worst timing. Just let him roar. Eh, we better go see what he wants. Sounds like he's grumpy enough already. Fine. I don't know what that was about, but I'm glad it's over. Everything's harder on four legs. Gotta stop practicing. I found a trick to it. Here, let me show you. Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2 Final Mix für die PlayStation 3. Das letzte Mal haben wir Halloween Town abgeschlossen und in dieser Folge befinden wir uns in der Welt, von der ich schon gesagt habe, dass sie meine Lieblingswelt in diesem Spiel ist und so ziemlich, ich würde sagen, eine der besten Welten in der gesamten Kingdom Hearts Serie. Und außerdem sind wir ein Kätzchen! Kätzchen! Es gibt hier außerdem offensichtlichen, sag ich mal, einige Änderungen an der gesamten Bewegung, die wir im Laufe dieses Kapitels bemerken werden, beziehungsweise angelernt bekommen. Man sieht schon, wir bewegen uns super schnell und das ist auch was ich an diesem Kapitel so schön finde. Man bewegt sich nämlich sehr, sehr, sehr schnell und das finde ich gut. Ich mag es, wenn man sich schnell bewegt. Bevor wir das allerdings machen, werden wir kurz in die Items schauen, denn wir haben nach Abschluss des letzten Kapitels ein großartiges Schlüsselschwert bekommen. Nämlich, wo ist er? Sankt Kyrbinian. Besitzt sehr große Angriffskraft und erhöht den Schaden, den ein Kombo-Abschlussangriff verursacht, proportional der Anschläge, der Anzahl der Schläge einer Bodenkombo. Das hier ist ein großartiges, großartiges Schlüsselschwert. Definitiv eins der besten im Spiel. Es hat nicht nur eine sehr, sehr ordentliche Reichweite, sondern auch eben durch den Boost der Abschlussangriffe nach vorherigen Kombos kann man halt gut raushauen damit, muss man dazu sagen. Es sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber es ist ein grandioses Schlüsselschwert. Und scheinbar schmeckt's auch gut. Okay, reden wir mal mit Goofy. Hallo! Wir müssen lernen, uns zu verteidigen. Gar nicht so leicht auf allen Vieren. Weil wir können bestimmt einige tolle Sachen, die wir sonst nicht drauf haben. Ja. Außer du. Du bist eine Schildkröte. Und du bist ein Vogel. Wenn Kari dich so sehen könnte, würde sie dich bestimmt für total süß halten. Ich schätze, deine magische Kleidung hat dich verwandelt. Ja, die magische Kleidung. Das ist schon ein lustiges Ding, so eine magische Kleidung. Okay. Hauen wir rein. Are you thinking what I'm thinking? What? What do we do?
Stay back! Ja, Goofy, was tut man denn, wenn Herzlose in der Nähe sind? Keine Ahnung. Vielleicht kaputt hauen. Aber nur so eine Vermutung. Okay, hauen wir sie weg. Im Endeffekt haben wir so ziemlich die gleichen Moves wie normalerweise auch. Von daher, da ändert sich nicht viel. Außer, dass man insgesamt einfach ein bisschen agiler ist, sag ich mal. Und da wäre ein Reaktionskommando gewesen, das ich einfach voll verpasst habe. Rodeo, dankeschön. Bonk, bonk, bonk. Und Schädelspalter. Bam! Nice. Aber er lebt noch. Stirb, Mann! So, oh, wie schön viel Schaden die Abschussangriffe jetzt machen. Das gefällt mir. Hervorragend. Ich liebe dieses Schlüsselschwert. Definitely heartless. Thank you. You really saved me. We're just glad you're okay. Did you see any other heartless around here? Heartless? Is that what they're called? I'm not sure if there are any others. I don't usually hunt outside the Pride Lands. Pride Lands? Hey, do you know if a guy named Riku is there? Or some bad guys in black hoods? Or maybe this really big bully named Pete? Oh well, we might as well go take a look anyway. Wait, the Pride Lands are dangerous. Scar and the hyenas have made things unbearable for everyone. There's no food left. They've driven off the prey. We're about to starve. We can handle a little danger. You just saw us beat those heartless, didn't you? I guess you're right. You could be just what the kingdom needs. Maybe you can help us. You mean take on this Scar guy and all those hyenas? Scar? He took over when our last king, Mufasa, died. So you're saying this guy's your king? You want us to take down your king? Wait just a minute. We can't just go around knocking kings off their thrones. Then again, if they see that I'm stronger than their king, maybe they'll ask me to be their next king. Sora? I'd have to refuse, of course. Still, I'd like to see the Pride Lands, so you guys don't mind lending them a paw, do you? There it goes again! She's gonna go on ahead and tell the other lionesses. We're supposed to meet her at a place called Pride Rock. Na dann. Bringen wir mal einen König um. Naja, gut. Wir wissen ja, um was es sich handelt. Ich gehe mal davon aus, die meisten wissen, wie die Geschichte hier vonstatten gehen wird. Aber naja, schauen wir mal. Waren das jetzt wirklich nur diese paar Billigherzlosen? Really? Ich hätte gerne eine Karte, das wäre wirklich schön. Ach so, Moment. Ich Dummkopf. Ich habe ganz vergessen, hier zurück. Okay, zurück zum Klamm. Ich habe ganz vergessen, dass die Schatzkisten hier ein bisschen anders aussehen als überall sonst. Hätte ich vielleicht mal vorher öffnen sollen. Flop! Eine Karte der Prärie, sehr schön. Und ein Finsterstein, auch sehr schön. Sowie ein Mithril-Tropfen. Sehr, sehr nice. Okay, Abgang. Auf den Elefantenfriedhof. Okay, da haben wir jetzt auch noch ein paar Kisten. Nehmen wir natürlich alles mit. Ich sehe oben ein Puzzleteil, aber ich glaube, vielleicht... Ich könnte versuchen, über die Heldenform wieder ranzukommen. Oder es geht auch... vielleicht geht es auch mit meiner erhöhten Agilität als Kätzchen. Wenn ich mal springen könnte, das wäre schön. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Ich wollte Sora schon als miserable Katze bezeichnen, aber alles gut. Alles gut. Okay. So, nice. Und das Reaktionskommando noch mitgenommen. So gehört sich das. Hier bekommt man auch gute Erfahrungspunkte. Allgemein, ich muss dazu sagen, ich glaube, das war, also diese Welt war im Original eine gute Möglichkeit aufzuleveln. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass sie diese Möglichkeit aus dem Final Mix so ein bisschen entfernt haben. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich werde mir das nochmal angucken. Aber es sei dazu gesagt, hier in diesem, also nicht jetzt speziell in diesem Gebiet, sondern in den Pride Lands selbst, gab es mal eine sehr gute Möglichkeit, um richtig viele Level zu sammeln.
Allerdings gibt's die, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube nicht. Aber naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So, ein Zianidstein, okay. Versuch natürlich wieder, wie sich das gehört, alle Schatzkisten mitzunehmen. Denn wir brauchen natürlich die 100% Completion. Also wir brauchen sie nicht, aber ich will sie haben. An dieser Stelle möchte ich nochmal kurz erwähnen, wir werden das mit der Completion so ein bisschen halten wie bei Kingdom Hearts 1. Das heißt, das Zeug, das wirklich grindy ist, sag ich mal. Also wie zum Beispiel auch die Gummimission, wo ich ja schon einige erledigt habe. Die werde ich weiterhin off-camera erledigen oder halt in einem Stream, je nachdem, wie es sich anbietet. Und dann quasi nur das Ergebnis zeigen, im Endeffekt. Weil zuzusehen, wie man 20.000 Mal durch eine Gummimission fliegt oder wie man 10.000 Gegner erledigt, nur um ein Material zu bekommen, ist halt nicht sonderlich interessant, möchte ich mal sagen. Von daher werde ich das einfach halten wie in Kingdom Hearts 1. Und ich glaube, wir haben hier alle Kisten. Sieht gut aus. Okay. Ein paar vereinzelte Herzlose, die können mir allerdings gar nichts. Gehen wir weiter. Hep und hep und hep. Nice. Und damit sind wir in der Savanne. So, hauen wir hier mal ein bisschen auf die Tube. Das hier ist ein sehr, sehr großes, offenes Gebiet. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob sich hier tatsächlich Kisten verstecken. Ich kann mir es gut vorstellen. Aber wir werden uns natürlich entsprechend ordentlich umsehen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es hier Kisten gibt. Gibt es auf jeden Fall Bäume. Was? War da Gegner? Tut denn? Nein? Okay, gut. Ich glaube, hier gibt es keine Kisten, ha? Sieht nicht so aus. Sieht nicht besonders kistenhaft hier aus. Aber ich guck mal weiter. Ich möchte hier wirklich nichts verpassen. Oh, die Kombos sind so geil teilweise. Die. Ah, sehr schön. Sehr schön. Gut, gut, gut. Man ist so schnell. I love this. Das ist auch sowas, was ich an Kingdom Hearts 3D so ein bisschen mag. Da wird es zwar noch eine ganze Weile dauern, bis wir da zum Let's Play tatsächlich kommen. Aber da ist halt auch die Bewegung schön schnell und sowas. Auch wenn das Bewegungssystem nicht jedem wirklich gefällt. Ich finde es ganz okay. Man kann sich sehr frei bewegen. Das finde ich recht cool. Ich werde natürlich dann näher drauf eingehen, sobald wir das Projekt starten. Aber das wollte ich nur mal erwähnt haben. Ich mag sowas. Ich finde das gut. Okay. Weiter geht's. What is it? I told Rafiki you might be able to help us force Scar and the hyenas out of the Pride Lands. But he says it won't work. You see, whoever saves the Pride Lands will be our next king, and he has to have the right qualities. Meaning? Well, I think she means you're not cut out for the job, Sora. I'm sorry you came all this way. Hey, no, it's okay. You better go before Scar finds out you're here. I'm really sorry. Ja, das lief ja wie am Schnürchen hier. Okay, dann retten wir euch halt nicht. Kommt, schaut doch zu mir. Klar kommt, Mann, Frau. Was auch immer. So. Karten des Königsfelsens. Okay. Und hier noch ein paar Schatzkisten. Da, ach so, ich habe ja gar keine Drive-Form hier. Ja, fuck. Nee.
Da müssen wir anders ran. Und die Möglichkeit habe ich aktuell leider noch nicht. Schade. Noch ein Puzzleteil, das wir einfach liegen lassen müssen. Ja, super. Oder müssen wir? Ja, müssen wir. Na gut. Okay, was auch immer. Gehen wir weiter oder zurück. Oder... dann kann ich hier oben noch was abkrabbeln vielleicht. Moment, vielleicht komme ich von da oben tatsächlich an das Puzzleteil ran. Könnte hinkommen. Scar ist grausam und brutal. Ihr tätet gut daran, euch von ihm fernzuhalten. Na gut. Das ist die Höhle des Königs, in der einst eine lange Linie von Königen herrschte. Jetzt gibt es dort nur solche, die diesem Anspruch nicht gerecht werden. Bringen wir sie alle um. Häpp! Ah, drüber gesprungen. Yeses, okay, gut. Na gut, wir kommen an das Puzzleteil ran. Ich muss nur ordentlich springen. Das ist alles in Ordnung. Blöd, das ist immer wieder so ein langer Weg nach oben. Okay. So, da. Nice, Abenddämmerung, okay. Da fehlen noch einige Puzzleteile, meine Herren. Eieiei, das wird alles noch sehr witzig, die ganzen Dinger einzusammeln. Okay, gehen wir doch mal reinschauen. Vielleicht können wir ja Scar besuchen. Wir sollten weg von hier, vielleicht aber auch nicht. Okay. Da machen wir halt einen Abgang, habe ich auch kein Problem mit. So. Moment, da kann ich noch rein. Die Höhle des Weisen. So. Höhle des Weisen. Du hast keine Schatzkisten hier, was bist denn du für ein scheiß Weiser, ey? Na gut. Oh, du siehst das Bild eines Löwen. Ja, Mensch. Okay, Abgang. Und zurück in die Savanne. Hey, a snack! Snack? Nah, mm-mm. We got us a three-course meal. Look at that, here comes Scar, the king. and Pete. If I were you, I'd be more worried about my friends. Sorry! We're surrounded! Go on, ladies. You've got some hunting to do. The herds have moved on, Scar. We can't hunt in a land with no prey. No prey? Then what do you call this? We're not prey. Oh, nice and fresh, too. Well, they're all yours, Scar. Oh! Run! Follow me! Es tut mir leid, dass ich euch damit hineingezogen habe. Eine große Sache. Ist nicht deine Schuld. Sora wäre kein guter König. Magma. Aber so musste ich zumindest, was? Du willst also wirklich König werden? Ein bisschen vielleicht. Wenigstens ist er ehrlich. Du, Nala, ist da denn sonst niemand, der König werden könnte? Es gab da jemanden, aber er starb, als er noch ein Junge war. Er war der Sohn unseres letzten Königs, Mufasa. Wenn Simba jetzt doch nur hier wäre. Simba, aber Simba geht es gut. Der war eine Beschwörung für uns. Er hat erst vor einem Jahr noch Seite an Seite mit uns gekämpft. Und hat uns im Stich gelassen, diese Drecksau. Du meinst, Simba ist am Leben, aber wo ist er? Das weiß ich nicht. Dennoch, Simba lebt. Ich kann es nicht glauben. Bitte erzähl mir mehr über ihn. Natürlich. Also, er ist eine recht große Miezekatze. Und zuerst sollten wir uns von Scar entfernen. Wir gehen durch die Gnu-Schlucht. Und dorthin wird er uns nicht folgen. Okay. Dann halt durch die Gnu-Schlucht. Mehr Herzlose, natürlich. Aber das bedeutet für uns mehr Erfahrungspunkte. Und wir sind relativ kurz vorm nächsten Level, von daher möchte ich die schon mitnehmen. Das wäre schon... Au, hoi, wäre schon ganz schön. Okay, haben wir alles? Haben wir alles. Hervorragend. Weiter geht's.
Wie Goofy da überhaupt mithalten kann, so als Schildkröte. So, hervorragend. Weiter geht's. Bin ich überhaupt richtig? Nee, hier lang muss ich, glaube ich, vielleicht. Ich glaube. Hallo. Du solltest viele Erfahrungspunkte... Kann ich bitte den Gegner haben, Goobi? Goobi, please. Dankeschön. Oh, diese Kombos. Na, komm her. Komm her. Komm her. Goofy. Hör auf damit. Yes. So, beweg dich doch noch weiter über die Map, bitte. Oh, ein Elixier, nice. Okay. Weiter geht's. Und hepp. Hey, why the long face, Simba? You gotta lighten up and live a little. Yeah. What were you thinking about? Let me guess. The past, right? Hakuna Matata! Would you look how he's grown, Pumbaa? Why, when I rescued the little guy, he was only this big. Gonna make it. I guess Rafiki was right. What? Never mind, it's not important. Here, I'll show you how. You can do it. Genau ist Goofy darüber gekommen. Egal. Wenn die normale Bewegungsgeschwindigkeit hier noch nicht schnell genug war, haben wir jetzt auch den Spurt erlernt, mit dem wir nicht nur noch schneller agieren können, sondern auch cool durch Kurven driften können. Tokyo Drift. Ich mache jetzt die 360 Donuts. Okay, gut. Ja, ich finde das wirklich sehr lustig und man kann sich echt super schnell jetzt bewegen. Das gefällt mir sehr gut. Außerdem kann man natürlich auch super schnell sich vom Gegner entfernen, falls es hart auf hart kommt. Okay, nice. So, machen wir erstmal ein paar Kisten auf. Mithriltropfen. Quietsch. Okay. Entschuldigung, ich habe da viel zu viel Spaß mit. Okay. Oh. Reaktionskommando, das voll in die Hose ging. So, dankeschön. Okay, nice. Oh, da lebt noch was. Sehr gut. Ich habe hier noch ganz viele Kisten gesehen. Wo waren die denn jetzt? Ich bin die ganze Zeit dran vorbeigedriftet jetzt, wie so ein Vollidiot. I'm too fast, too furious. Oh. Okay. So, da geht's, glaube ich, wieder zurück zur Savanne. Savanne. Okay. Ups. Nee. Da. Mal rauf. Schön, ein Abilitamin. Da haben wir jetzt wieder einige, die können wir mal wieder dann einsetzen bei Zeiten. Okay, Mithrilstein. Und ein einsames Puzzleteil am Baum. Sehr nice. Was macht denn eigentlich die Schattenluiche hier? Was wollt ihr von mir? Geht weg. Ach, komm schon. Komm schon. Nice. Mehr Kisten. Nee, okay.
Flups, Morgengrauen, okay. Können wir mal wieder schauen, wie es mit dem Status der Puzzleteile dann demnächst aussieht. Aber naja, schauen wir dann mal, ne? When Simba's father, King Mufasa, died, we were told that Simba died alongside him. Who told you that? Scar. It is time. Must be Simba. Sora, hurry! Wait up. Ja, danke, Herr Affenmann. Ist ja nicht so, dass wir sowieso da lang gegangen wären. Naja. Okay, ab durchs Ödland. Man hat ja auch einfach viele schöne große Gebiete, kann man sagen, die man sich wirklich großflächig bewegen kann, sag ich mal. Meine Herren, macht der Schaden! So, auf mit dem Scheiß. Bock, 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 bock! Boom! So, sehr nice. Ich könnte definitiv eine kleine Heilung mal brauchen. Okay. Jetzt habe ich bestimmt eine Kiste verpasst oder so. Ah, was wollt ihr denn jetzt von mir? Geht weg! Eine Karte wäre echt schön, irgendwie. So. Vielleicht noch eine Kiste mit einer Karte. Ah, was liegt denn da? Ein Lunastein. Ja, hervorragend. Den hätte ich fast verpasst. Ah. Da hinten ist noch ein Puzzleteil. Da unten ist nichts. Na gut, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man sich hier in diesem Gebiet großartig verlaufen könnte, von daher, ne? So. Ah, da ist mein Level-Up. Sehr schön. Meine Angriffskraft geht hoch. Das gefällt mir auch sehr gut. Das finde ich schön. Flop. Ein Freudenstein. Okay. Puzzleteil. Nö. Noch ein Morgengrauen-Teil. Und... Oh boy. Komm, greift an, greift an, greift an. Ich habe kein Mana mehr. Man muss halt auch dazu sagen, die Zauber kommen extrem schnell raus in dieser Form. Von daher kann man sehr schnell sehr viel Mana verbraten. Huch. Bin davon gedriftet. Achso, ich kann ja nicht blocken, da war ja was. Ich kann ja nur mit Reflex arbeiten. Oder halt mit direkten Angriffen gegen den Angriff. Okay. Und zack. Mithril-Tropfen. Na, sehr schön. Na denn, ab nach... In den Dschungel. Dschungel. Freudenkristall, okay. Und zack. Freudenstein. Sehr viel Freude hier. Ach, komm schon. So. Das kriegen wir. Noch ein Morgengrauen-Teil. Okay. Von mir aus nehme ich alles gerne an. Ah. So, mal weg mit euch hier. Ihr stört! Noch mehr? Oh, die Kombo. Ah! Nein, ich habe das Reaktionskommando verpennt. Okay, alles gut.
Aber jetzt. Haben wir alles? Danke. Ich wollte eigentlich nur die Kiste aufmachen. Mehr? Oh Gott, was ist denn hier los? So, meine Herren. Ist jetzt Ruhe? Ja, okay. Sliden wir weiter. It's me, Sora. Donald and Goofy are here too. Sora, Donald, Goofy. What happened to you? Help, Simba! Help! She's gonna eat us! Timon! Pumbaa! Something must have happened in the jungle. I have to go help my friends. Okay, we'll back you up. Na bitte, haben wir Simba also auch gefunden? Allerdings werden wir ihm noch nicht helfen. Denn da habe ich gar keinen Bock drauf. Erst mache ich hier die Kisten auf. Also, was auch immer. Oh, die letzte verlorene Seite. Da, schau mal einer an. Die fehlt uns noch. Natürlich, sonst wäre es ja nicht die letzte. Hm. Ergibt irgendwie Sinn. Komme ich an dieses Puzzleteil ran, wenn ich... yes, okay. Mit genügend Speed geht alles. Okay, ist hier denn die Karte drinne? Dankeschön, Dankeschön. Finde ich sehr gut. Finde ich super. Okay. Sonst noch irgendwas von Interesse? Nee. Außer ein Mogri. Und das war's. Dann werde ich eben noch meine Materialien schnell abgeben. Ein Schutzengel haben wir bekommen. Okay. Und... neuer Schild für Goofy und eine neue Waffe für Donald. Muss ich dann mal die Werte vergleichen und gucken, ob das was bringt. Allgemein, die Shops in diesem Spiel sind irgendwie komisch. Ich habe das Gefühl, die lohnen sich so überhaupt nicht. Meistens. Naja, gut. Okay, dann würde ich sagen, was ist von meiner Seite aus hier. Ich hoffe, das lässt mir gefallen. Falls ja, abonnieren, kommentieren, gut bewerten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Yeah.